Wird auch passenderweise gerade wieder dunkel. Ist das nicht ein bisschen dichter dran? So, Holz haben wir en masse. Da haben wir wirklich mehr als genug. Dann nehmen wir erstmal jetzt da. 46 haben wir noch und wir nehmen die. Zauntore selber brauchten wir jetzt nicht mehr, ne? Nee. Jetzt den 64er. Kann man eigentlich immer gebrauchen, oder? Sag mal. So, das war's an Stöckern. Ja, die 6 kommen, ist egal. So, das reicht. Bin ich mal felsenfest, wir haben einen jetzt, ein 64er Stack reicht. So, dann gehen wir erstmal wieder pennen. Mal von hier oben kurz anpeilen, wie groß. Ja, ein bisschen geringfügig kleiner als ich dachte. Gucken mal auf der Map, wie das aussieht. Na doch, das reicht. Also wir wollen jetzt auch keine, ne? Ein bisschen aufbauen gehen da unten. Dann bauen wir eben die Zäune zu Ende, um dann nach unten zu gehen und die Samen zu holen. Wo ist der hin? Der ist tot. Alter, diese elende Creeper-Brut hier hinten, ne, das geht mir sowas von auf den Gex. Komm, Gex. Da, die Töle nehmen wir auch gleich. Alter, wie cool sieht der denn aus? Geht in die Sonne und guck mal da. Alter, wie geil. Komm, nehmen wir so ein bisschen. Ah ja, stimmt, hier spritzt ja jetzt auch durch diese. Ja, was man alles durch Better Grass hinkriegt, jetzt kriegen wir auch spritzendes Blut. Naja. Ob man das unbedingt haben muss, lasse ich mal offen stehen. Jetzt hoffe ich, dass ich mit dem Better Grass nicht hier das Problem haben werde, wenn wir jetzt gleich hier den Boden umflügen. Ach ne, das löst sich auf, dann gut. Dass das dann sofort wieder neu entsteht und, ne? Weiß schon, was ich meine. So, pass auf. Dann machen wir hier außen Punkt Nummer 1 hin. Ich bin echt gespannt, wie das gleich aussieht. Gut bepflanzen können werden wir eh nicht alles jetzt auf Anhieb. So, auf den machen wir mal so weg. Ich habe aber auch die Befürchtung, dass es dann gleichzeitig mit diesen, ne, zu fahnen wird. So, pass auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tor. Passt. Warum ich nicht sofort auf die Idee gekommen bin, keine Ahnung. Nur mal ganz kurz zu erraten. Das Feld so zu bauen. Aber jetzt habe ich auch noch einen Moment Zeit, mir über das Haus Gedanken zu machen. Fällt mir gerade ein, sollte ich auch mal machen. Ja, es ist ein bisschen klein. Ist das nicht zu klein? Schreibt es mal in die Kommentare, aber ich will es jetzt auch nicht unbedingt abreißen. Also schreibt es ruhig rein, es wird trotzdem nicht verändert werden, glaube ich. Obwohl... Sollte ja auch so ein ärmeres Haus werden und nicht so ein Anwesen. Oh. Oh. Warte mal, ganz kurz konzentrieren. So, haben wir das auch dicht. Hier zwischen... Machen wir natürlich ganz pfiffig. Machen wir einmal, fliegen wir uns einmal durch, obwohl das kennt man ja auch im Allgemeinen. Wir machen hier Kies durch.
Wo wir jetzt, pass auf, nicht genug von haben. Dann hast du mich liegen. So, lassen wir mal auf. Machen wir mal hier direkt durch. Hallo? Mann, ich doch. Wie, schon wieder großen Goblins? Oder? Ist das nicht großen Goblins? Oder Janus ist das? Keine Ahnung. Nee, ich meine großen Goblins. Während ich hier so tue, als würde ich überlegen. Ja, ein bisschen haben wir noch. Müsste aber auch reichen dann im Endeffekt, hoffe ich. Ups. So, dann machen wir erst hier die Wege. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Sieht so ein bisschen wie... Auf Wiedersehen, Monty. Das zu laute Lied. Naja, gut, okay. Auf Wiedersehen, Monty. Auf Wiedersehen, Monty, ist glaube ich sogar noch vom, vertue ich mich jetzt, C64, er ist auf dem 64er, auf dem Amiga, ist auf jeden Fall ein uraltes Spiel, huch, le merde, Alter, wirf das doch mal dazwischen, Bulle Zicke, Mann, so, dann hier noch ein Weg rein, dann werden wir das gleich mit Wasser auffüllen und dann können wir auch schon bepflanzen. Dann können wir uns endlich mal mit dem Haus auseinandersetzen. Wir haben zu wenig Kies mit. Hab's echt befürchtet. Ich glaube nämlich... Ne, doch nicht. Ich hatte jetzt echt gedacht, das wäre der letzte Stack. So. Und das passt dann auch. So, pass auf. Dann machen wir hier mal eben so. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das so schön mache. Ich bin aber überlegen, ob wir... Nee, ist egal. Ich hatte ja überlegt, da Holz drauf zu legen oder so Steinplatten. Das ist eventuell, aber das sieht da nicht so natürlich aus, finde ich. Lassen wir mal lieber den Wassergraben sichtbar. Sie so. Jetzt machen wir dasselbe. Haben wir gemacht hier? Ja. Ach stimmt, drüben haben wir sie alle fertig. Ich glaube, da müsste er auch dann da sein. Naja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passt. Gut, dass wir hier alles mit Karotten bepflanzt haben, sind wir verhungert. Aber ich denke mal, wir werden auch nochmal auf eine längere Reise gehen. So, müssen wir hier was austauschen? Nein, pass auf. Dann holen wir jetzt die... Wassereimers und bepflanzen das erstmal. Warum? Ach ja klar, weil hier die Sonne drauf scheint und hier nicht. Kluge Frage, warum ist es hier drin so, draußen so hell und drinnen so dunkel? Eimers habe ich hier. Noch mehr Eimers? Ne, ich glaube, die brauchen wir aber auch nicht. Die erfüllen ihren Zweck. Ne, pass auf, dann schmeißen wir mal die Erde hier raus. Den Sand, wollen wir denn jetzt, haben wir keine Sandkiste? Guck mal, der hat immer noch Kies gehabt. Haben wir keine Sandkiste? Egal. Egal, da rein. So. Dann geht, na, ich habe immer noch hier den Kack mit. So, Erde hier rein. Und den Kies nach da. Gunpowder Pack. Ach, wie viel Kies wir haben, ne? Schon. Ich pack die Zäune auch mal hier rein. Brauchen wir im Moment auch nicht. Die Stöcke auch nicht und das auch nicht. So. Ja, das, die Verzauberung und Buch. Ich weiß jetzt endlich, wie es geht. Ja, ich freue mich so ein bisschen. Bin jetzt endlich dahinter gekommen, warum, was er mit dem Enchantment meint und mit den fehlenden Büchern. Hätte ich mal Erde mitgenommen. So, dann holen wir uns jetzt erstmal ein bisschen Wasser. Machen wir mal hier unten leer. Sollte das glaube ich besser passen. So. Alter, das sieht richtig. Guck dir das an, das sieht richtig cool aus. Ne? Sag mal. Ein bisschen viel jetzt von den
Kraken hier, aber da mit den, ne? Mit den Korallen, Alter, kann sich das im Wasser angucken? Doch, das macht was her. Oh, das natürlich nicht. Warum leuchtet denn das da eben? Ich will jetzt aber auch nicht bis da eben durchtauchen. Steht bestimmt eine Fackel drin. Steht so ein unbeleuchteter oder so ein Gang, der nicht überflutet ist gerade. So, hier hinten hämmern wir dann Bäume hin. Hemmungslos. Aber wir brauchen ja auch noch eine ganze Menge Bäume. Weil ich baue lieber mit Holz als mit Stein. Wir werden natürlich noch Steinhäuser da reinkriegen. Das ist als nächstes erstmal hier. Dann da hinten kommt eine Brücke hin. Ich hoffe, das reicht jetzt, was ich vorhabe hier. So, pass auf, wir fangen mal mit dem an. Aber das müsste reichen für einen Endlosbrunnen. Ja, natürlich reicht das. Obwohl, so natürlich ist hier eigentlich gar nichts. Auf erstmal ein bisschen konzentrieren, dass wir das hier auch vernünftig zukriegen. Seitdem das Wasser so am mit der Wellenbewegung irritiert das so ein bisschen. Wir werden den ersten gleich zu. Ich glaube, es sind insgesamt 6, ne? Ich glaube, 3 auf jeder Seite. So, dann nehmen wir hier wieder ein bisschen ab. Und gehen dann mal... ja, wir gehen erstmal pennen. Dann können wir, by the way, eben von unten noch ein bisschen Werkzeug zum Anpflanzen holen und zum Anpflanzen auch selber. Eine Hacke, davon machen wir uns gleich mal welche. 4, das heißt 2, ja, das reicht. Stöcke habe ich mit, ja. Da. So, 1, 2, 1, 2, geht das eigentlich auch andersrum? Ja, natürlich, ist egal, warum mache ich das? Ist jetzt egal. So, dann brauchen wir was zum Samen. So, die brauchen wir noch nicht, oder? Doch, komm, die nehmen wir auch schon mit. Und das nehmen wir auch mit. Haben wir noch Samen hier drin? Das hört sich so falsch an, habe ich das Gefühl. Kartoffeln hatten wir doch auch. Oder habe ich die jetzt schon da drin? Was war das? Eier? Ich hatte doch vorhin noch Kartoffeln. Wo ist meine Kartoffel? Hier nicht drin. Doch da, Kartoffel. So, dann gehen wir erstmal pennen. Mit Schwert bei die Hand. Dann werden wir uns auch als nächstes erstmal hier so ein paar Schafe an die Sonne holen. Jetzt regnet es natürlich. Super. Geht die Framerate gleich erstmal. Oh, ich wollte gerade hier ganz dezent nebenbei die Musik ausmachen. Der zeigt mir gerade was an. Eine Spinne. Aber das reicht eigentlich, oder? Das ist nicht so übertrieben, ne? Ich hab da ganz andere Dimensionen gerade im Kopf. Scheiße, jetzt bei dem Wetter verbrennen die ja auch nicht sofort, ne? So, dann holen wir erstmal, obwohl die Spinne verbrennt. Erstmal hier hinten gucken. Holen wir jetzt erstmal die Spinne hier runter. Hallo, Spinne! Hallo, tote Spinne! Gib mir deinen Faden. So, pass auf. Wir machen das erstmal das Feld hier nur zu. Dann geben wir, pflanzen wir und dann gehen wir rüber, um da dann weiterzumachen. So. Dann machen wir hier weiter. Ach, ist doch scheiße, ey. Das ist, ne? Oh, Entschuldigung. Dass man das nicht reinkippt so und dann, ne? Oh. Ist das sofort voll? Wäre natürlich noch cooler. Oder es wäre natürlich viel wesentlich weniger. Viel wesentlich weniger Arbeit. Alter Schwede. Toll. Deutsch.
kurz denken, denken, denken. Ich werde jetzt wieder zwischendurch ruhiger. Entschuldigung. Aber so viel Konstruktives erzähle ich im Moment auch nicht. Ich glaube, ich habe in dem Let's Play noch nicht so wirklich was Konstruktives von mir gegeben. So, pass auf, die stapeln wir mal eben zusammen. Dann klatschen wir das mal nach unten. Das nach da und das nach da. Haben wir jetzt genug davon? Ja. Und schauen wir mal, wie viele Felder wir vollkriegen. Seit ich hoffe, die... Machen wir erstmal eine Seite nur immer. Oh, da ist das Ding kaputt. Passt zum International Karate. Ich guck mal eben. Ja. Ach die Scheiße. Alter, warum wächst das denn so schnell? Hallo? Da rennt doch keiner drüber. Ich hoffe, ich bepflanze das erstmal. Und selbst wenn einer drüber rennt, ist das, glaube ich, nicht mehr so schlimm. Na. Ich glaube, da passiert gar nichts mehr, oder? Oh, wir werden reichlich Felder bestellen können hier. So. Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, dass das hier schnell geht. Ich möchte hier nicht alle Felder 50.000 mal neu freihaken. Aber das liegt doch jetzt nicht an der Grasmod, dass sie so schnell zuwachsen, oder? Nee, ne? Nee, dann werden sie auch bestimmt grün. Wollte ich eigentlich noch irgendwas erzählen? Ja, stimmt, die letzten Videos, die haben ja immens lange gedauert, bis sie kamen. Da waren schon Wochen zwischen. Muss ich mich erstmal noch entschuldigen, hatte ich gerade auch so ein bisschen verdrängt. Nein, es hat mehrere Probleme gegeben. Einmal hat sich die Festplatte zerschossen. Das heißt, es waren, ich weiß nicht wie viele Arbeitsstunden, das ganze Material wieder herzustellen. Das lief dann und dann hatte sich der Rechner zerschossen. Ach, es war einfach nur Pech. Pech vom Allerübelsten. Und so hat sich das ein paar Wochen verzögert. Ja, es war ja mal das paar Tage. Ich glaube, 2-3 Tage kein Video kam. Das war mir schon unangenehm. Jetzt reden wir hier von fast 4 Wochen. Ich meine, es wären fast 4 Wochen videofrei gewesen. Naja. Es tut mir echt leid, ich hoffe, es kommt nicht mehr vor, aber versprechen kann man es eigentlich nicht. Man kann wohl nur versprechen, es zu versuchen, aber ob man es schafft, nö. Wir lassen uns da mal überraschen. Wie gesagt, ich hatte das System umgestellt und irgendwie war da nur noch der Wurm drin. Oh, Alter, du verarscht mich doch auch, oder? Guck dir das an, da kannst du zugucken, so schnell geht das. Naja, das wird noch spaßig werden hier hinten. Auf jeden Fall. Ich meine, im Moment geht es jetzt, wenn wir es bepflanzt haben. Aber wenn wir das abernten und jedes Mal dieselbe Chose haben, naja, dann gute Nacht. Ich weiß es, ich glaube, das Feld kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Da guckt ihr das an, da ist die nächste Reihe, da ploppt das schon wieder zu. Da solltest du gar nicht so weit im Voraus arbeiten, weil es macht eh wenig Sinn. So, fangen wir erstmal da an. Pflanzen wir das. Ich glaube, wenn die einmal bepflanzt waren, sollte es gehen, hoffe ich. Das habe ich mir gerade selber einfallen lassen. Es ist wie gut, dass es gar nicht aufgefallen ist. Ich hätte gar nicht so viel nach unten tun müssen. Die rutschen ja alleine nach. Ja, viele haben wir auch nicht mehr hier. Naja, gut, auf jeden Fall mehr als in der letzten Aufnahme. Alter, das war sofort grün hier. Vielleicht bauen wir doch irgendwo eine Erntemaschine rein. Ich hätte ja gerne noch so eine, diese Farming-Mod.
Weil wenn wir das jedes Mal neu bestellen müssen hier,